Ja, hallo, ich bin Tim, das ist Alex. Gibt auch noch ein paar weitere Leute, die sicherlich hier irgendwo gerade sitzen, die auch an diesem Projekt mitarbeiten. Dieses Projekt läuft ja nun schon seit einigen Jahren und ich möchte jetzt das mal kurz vorstellen, vielleicht mal so kurzer Check. Wer hat schon mal was von Podlove gehört? Alle? Wer arbeitet regelmäßig mit irgendwas davon? Hälfte? Gut, das ist schon mal eine ganz gute Basis, damit kann ich arbeiten, weil ich war mir nicht so sicher, ob ich jetzt hier die ganze Geschichte nochmal neu erzählen muss oder nicht. Aber vielleicht zur Übersicht nochmal kurz erläutern, was eigentlich bei uns Phase ist. Wir bauen Infrastruktur, darum geht es, Infrastruktur, also Software konkret, um Podcasting zu ermöglichen. Das ist im Wesentlichen der Podlove Publisher, ein Plugin für WordPress, das sich dort einbindet und das Erstellen und Publizieren von Podcasts einfacher macht. Wir haben den Podlove Webplayer, der am Anfang auch und eigentlich auch immer noch so ein bisschen so ein Aushängeschild auch des Projektes ist, weil es natürlich für Hörerinnen und Hörer so auch das sichtbarste Element ist. Und auch schon vor einiger Zeit haben wir diesen Podlove-Subscribe-Button hinzugefügt und ich möchte jetzt zu diesen drei Projekten mal kurz erläutern, was da alles so passiert ist. Außerdem gehören natürlich auch noch die Entwicklung von Formaten, technischen Details dazu. Das steht jetzt hier heute nicht so im Fokus. Fangen wir kurz an mit dem Podlove-Publisher. Der Podlove-Publisher ist derzeit in der Version 2.7 veröffentlicht. Und das auch schon von seit 2017. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, ein ganzes Jahr weitgehend releasefrei zu sein. Das heißt aber nicht, dass das eine oder andere passiert ist. So oder so hatten wir so mit den ein oder anderen Umstellungen zu kämpfen, wie das immer so ist. Das Leben kommt ganz gerne dazu. Zuletzt hatten wir allerdings die Hinzufügung des Podlove Webplayer 4. Das ist im Wesentlichen Alex' Werk, der irgendwann mal dazu kam und ein paar gordische Knoten durchgehauen hat, an dem wir doch sehr zu nagen hatten. Und auch in dem Bereich ist eine Menge passiert. Das werden wir gleich nochmal genauer anschauen. Ein bisschen weniger beachtet, eigentlich auch nur ein Detail. In dem Release kam noch so ein Shows-Modul, was es den Leuten, die halt so mehrere unterschiedliche Shows innerhalb ihres Podcasts unterscheiden möchten, ein paar Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat. Aber im Großen und Ganzen war es das. Natürlich gibt es immer Bugfix-Releases etc., Kleinigkeiten, die hier und da gefixt werden. Nebenbei läuft aber schon seit dieser ganzen Zeit die Arbeit an Version 2.8, von dem ich mal so hoffe, dass wir das dann so auch in den nächsten 1, 2, 3 Monaten vielleicht auch mal über die Tür kriegen. Warum ist das so schwierig? Also was hinzukommt, sind so Kleinigkeiten wie eine globale Übersicht über die Analytics. Derzeit hat man ja so einen genaueren Blick nur, wenn man einzelne Episoden betrachtet. Das wird dann eben noch ergänzt um so einen größeren Übersicht, sodass man quasi auf seinen kompletten Podcast schauen kann und sagen kann, okay, wie sehr wird denn hier der Webplayer genutzt in der Gänze, welche Clients greifen hier drauf zu, welche Betriebssysteme kommen zum Einsatz und ähnliche Details, die es halt derzeit nur für Episoden gab, die gibt es dann. Was allerdings eine etwas größere Arbeit ist, an der jetzt schon länger rumgefrickelt wird, ist ein Backend zum Einlesen von Transkripten. Ich denke, dass viele bei uns denken das natürlich auch, dass Transkripte so ein bisschen das nächste große Ding eigentlich ist in der Außenwirkung. Ein bisschen vergleichbar zu den Kapitelmarken, die, wie ich finde, auch eine ganze Menge bewirkt haben. Und der Publisher hat halt jetzt so ein kleines Backend hinzugefügt, in dem man halt Transkripte in dem etwas skurrilen Web-VTT-Format hinzufügen kann. Ich bin kein großer Freund davon, aber es ist so ein bisschen so eine kleine Internetrealität und damit muss man sich ja dann immer abfinden. Web-VTT ist jüngst von W3C so als Standard abgesegnet worden und kommt eigentlich aus dieser Untertitelwelt. Ja, also als ihr alle noch kleine Nerds wart vom Bildschirm, habt ihr sicherlich dann auch immer eure Filme mit so SRT-Dateien ausgestattet, damit es Untertitel gibt. Darauf baut das auf, sieht auch genauso hässlich aus, ist ein bisschen furchtbar. Bietet allerdings genug Features, dass man Transkripte darüber
halbwegs brauchbar transportieren kann. Und das ist halt jetzt möglich. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form Transkripte in dieses Format gegossen bekommt und Systeme wie Auphonic liefern das ja in diesem Format, dann ist es halt möglich, das jetzt zu dem Podcast, zu der Episode hinzuzuladen und dort zugänglich zu machen. Zusätzlich unterstützen wir aber auch die Zuweisung an Kontributoren. Das heißt, wenn es halt mehrere Sprecher gibt, wie es ja üblich ist im Podcast, kann man dann eben auch einzelne Sprechpassagen einzelnen Personen zufügen. Dieses Kontributoren-Feature gibt es im Publisher schon lange. Damit meinen wir halt Leute, die zum Podcast beigetragen haben. Das sind natürlich vor allem die Leute, die zu hören sind, aber eben auch Leute, die vielleicht im Hintergrund Support geleistet haben in irgendeiner Form. Ihr werdet das auf zahlreichen Webseiten schon mal gesehen haben. Wenn man also jetzt sein Web-VTT-Format so hat, dass es von vornherein diese Sprecher schon unterscheidet, zum Beispiel indem man dieses Multitrack-Feature bei Auphonic benutzt und sagt, hier, das ist die Spur von der Person, das ist die Spur von der Person, dann erhält man eben das Transkript, das automatisch generierte Transkript, unterschieden nach diesen Tracks und kann danach sagen, dieser Track ist dieser Sprecher, dieser Track ist diese Sprecherin und dann erscheint es dann eben auch auf der Webseite korrekt zugeordnet mit Avataren etc. Außerdem ist in dem Release noch die Möglichkeit, über unser Template-API auf diese Informationen zuzugreifen. Das bietet dann die Möglichkeit, auf der Webseite diese Transkripte auch direkt anzuzeigen. Das heißt, man hat eigentlich nur einen einzigen Einstiegspunkt, man lädt dieses Transkript rein und dann kann man es eben an beliebigen Stellen auch unterbringen. Das macht sich natürlich ganz gut, so als Google-Futter, nicht? Das alte Problem der Auffindbarkeit von Podcasts. Ich will nicht sagen, dass es damit gelöst ist, aber wenn man auf einer Episodenseite den vollen Text einer Podcast-Episode hat, dann ist das natürlich super. Bleibt nach wie vor das Problem, dass automatische Transkripte zwar immer besser werden, aber es schwierige Bereiche gibt. Es gibt einfach Sachen, die sind schwer automatisch durchführbar. Eigennamen, genuscheltes Begriffe, Abkürzungen etc. pp. Ich beobachte allerdings, dass die Dienste, die sich hier aufstellen, gibt ja so 3, 4, 5 verschiedene Anbieter, kontinuierlich besser werden. So, your mileage may vary. Vielleicht muss man da halt auch mit dem Transkripteditor nochmal beigehen. In meinem Fall, lasse Transkripte von Hand erstellen und wenn die halt quasi so gemacht werden, dann sind sie natürlich total super und dann ist das eine tolle Ergänzung. Das wird also mit dem Publisher 2.8 dann irgendwann auch das Licht des Tages erblicken. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen damit, weil da eben viele Details rund gefeilt werden müssen, bevor man das einer Öffentlichkeit zuführen kann. So sieht das dann zum Beispiel im Backend dann aus, wenn man dieses Transkript reingeladen hat. Hier sieht man dann eben auch gleich die Zuordnung zu den Avataren und voll ausgeschriebenen Namen. So kann man das im Backend dann auch schon mal kontrollieren. Ist das alles super? Und wenn man dann auf Publish drückt, dann ist es dann halt auch verfügbar. Ja, dann haben wir noch diesen Podlove-Subscribe-Button. Da ist jetzt tatsächlich zunächst einmal nicht viel passiert. Ab und zu wird mal das eine oder andere gerade gezogen. Der Subscribe-Button soll ja ein Interface sein, um Podcasts auf der Webseite gleich auf dem Gerät, wo man Podcasts hören möchte, zu abonnieren. Da ist jetzt ein Rewrite in Arbeit. Wir wollen das auf eine neue technische Basis stellen. Kann Alex gleich nochmal was zu sagen. Ich hoffe, das wird nicht zu lange dauern. Allerdings gibt es noch so ein... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir haben so eine kleine Nettigkeit, die wir unter subscribe.podlove.org anbieten. Subscribe.podlove.org ist quasi eure One-Stop-Adresse zum Erzeugen eines Subscribe-Buttons, falls man mal jemanden abonnieren lassen möchte. Das heißt, hier wird dieser ganze Button automatisch erzeugt, indem die Webseite einfach den kompletten Podcast-Feed einfach einliest und damit alle Metadaten bereit hat. Wer den Button schon mal eingebunden hat, weiß, man muss dann hier da und da was eintragen. Das entfällt halt hier komplett
Und man erhält auch quasi eine einzige URL, die man einfach so weiterreichen kann. Wenn man draufklickt, kriegt man die Webseite, wo dieser Button auftaucht. Das sieht dann so aus. Das ist dann so, hallo, guten Tag, ich bin Subscribe Podlove.org, gib doch mal deine Podcast-Feed-URL hier ein. Und wenn man sagt Generate, tada, kriegt man quasi so einfach so eine einfache Webseite, wo der Button drauf ist, alle Metadaten korrekt ausgelesen sind und dann kann man das irgendwie auf Twitter oder in E-Mails oder so weiter einfach so mal weiterreichen. Das ist eine kleine Spielerei, aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, wie wir gleich noch sehen werden. Ja, und das bringt uns zum Podlove Webplayer und das erzählt euch mal der Alex. Ja, auf der letzten Subscribe hatte ich ja die Ehre, den Vierer vorzustellen. Seitdem hat sich einiges getan. Vieles, was wir angekündigt haben, haben wir tatsächlich auch in die Realität umgesetzt. So zum Beispiel hatten wir auch angekündigt, dass wir einen HLS-Support mitgeben. Das wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als ob das nur für ein Live-Feature sinnvoll wäre, aber tatsächlich ist es auch so, dass es die Performance der einzelnen Episodenwiedergabe deutlich verbessert. Dadurch, dass der Player nicht mehr so viel buffern muss, reduziert das Datenvolumen deutlich. Vielleicht soll ich mal kurz erklären, was HLS ist. HTTP Livestreaming, aber muss nicht unbedingt Livestreaming sein, aber man kann natürlich auch die HLS-Dateien einfach so auf seinen Server mit ablegen. Das hat, glaube ich, Tim auch schon bei einem Großteil seiner Episoden gemacht. Nee, hat er noch nicht gemacht, so. Aber will er unbedingt mal machen. Was das bietet, ist, dass man sozusagen sofort abspielen kann und es ist halt auch diese automatische Bandbreitenanpassung, die dadurch ermöglicht wird. Also der Podcast wird verschiedenen Bitraten vorgehalten und wenn man dann halt aus dem Haus läuft und dann irgendwie aus dem WLAN sich rausrupft, ihr kennt das, dann bleibt immer alles stehen. Wenn man halt den Player über HLS bedient, dann läuft das gleich viel smoother. Ja, den Anwendungsfall würde ich gerne sehen, wie jemand im Browser seinen Podcast hört und dann bei seinem Telefon auf mobile Daten switcht. Ich tue sowas. Genau. Ja, nebenbei haben wir im Hintergrund, nicht sichtbar für euch, aber für viele, die darauf angewiesen sind, einen Screenreader zu verwenden, die Accessibility des Players deutlich verbessert. Das heißt, sämtliche Informationen, die zum Abspielen der Episode notwendig sind, sind jetzt auch aus dem Player selbst über den Screenreader auslesbar. Es gibt viel Support für Tastatur-Shortcuts, auch die Navigation mit einem Screenreader dadurch sollte jetzt deutlich einfacher sein. Falls jemand von euch auf diese Features angewiesen ist, ja, oder Accessibility-Erfahrungen hat beim Testen, bitte Feedback brauchen wir, weil wir haben da zu wenig Einschränkungen. Ist tatsächlich auch schwer für jemanden ohne eine solche Einschränkung tatsächlich zu testen. Also es ist schon beachtlich, was man da tatsächlich alles ermöglichen kann und je mehr Feedback wir dafür kriegen, umso besser wird das dann auch. Dann gibt es den Webplayer sowie den Subscribe-Button auch als CDN. Das ist ganz, glaube ich, elegant für die Einbindung, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht unbedingt den Player selber liefern möchte, weil über das CDN bekommt ihr immer die aktuellste Version. Sobald wir also einen Release ziehen, wird die daraus ausgespielt. Das kann manchmal dazu führen, dass vielleicht ein, zwei Features brechen, aber der Fix kommt dann meistens ziemlich zügig hinterher. Ja, und weiterhin natürlich die angekündigten Transkripte. Das war so der Cliffhanger bei der letzten Subscribe. Das war auch das große Ziel, mit dem wir angetreten sind, erstmal die technologische Basis für die Transkripte zu schaffen. Und so wie das aussieht, liefert das der Player auch. Ich habe mal so drei so kleine Beispiele mitgebracht, wie das dann aussehen wird. Die zeige ich euch gleich danach. Und einen kleinen Ausblick gibt es dann auch, denn ich plane oder wir planen, den Player weiter modular zu machen. Das heißt also, wir wollen die Einzelteile des Players einzeln konsumierbar machen. Das heißt, für Entwickler und insbesondere für Entwickler soll es möglich sein, dass einzelne Komponenten selbst zusammengesteckt werden können, sodass ganz neue Variationen des Players entstehen können. Das soll vor allen Dingen dann für Anwendungsfälle dienen, die deutlich über das, was der normale Player machen möchte, hinausgehen oder sehr viel spezifischer sind. Aber jetzt erstmal zu den Transkripten. Die Transkripte haben so drei, hauptsächlich drei Features. Das eine ist das Folgen innerhalb der Timeline. Wie ihr hier seht, wird das Transkript, was gerade gesprochen wird, mit gehighlightet. Der Player scrollt nach. Das, was gesprochen wurde, ist ausgegraut im Hintergrund. Das zweite ist so ein bisschen die Navigation innerhalb des Transkriptes. Wie ihr hier seht, kann man anhand von solchen Interaktionen sehen, wo was gesprochen wurde und bei Klick auf das jeweilige Transkript springt der Player dann an die richtige Stelle und spielt das dann dort auch gleich mit ab.
Und das dritte Feature ist die Suche innerhalb des Transkriptes, vielleicht auch so mit das Mächtigste, was man da eigentlich haben möchte, nämlich, dass man einen bestimmten Begriff innerhalb einer Episode nachschlagen kann und dann natürlich genau an der Stelle ansetzen kann, wo das gesagt wird. Ja, so viel zu den Transkripten. Ja, so viel zu den Transkripten. Einen kleinen Ausblick habe ich mitgebracht, was wir noch weiterhin planen. Und zwar ist es das sieht ein bisschen anders aus als das, was der Player so jetzt gerade bieten kann. Und das ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass er aus seiner Sandbox ausbricht. Und die Modularisierung, die wir anstreben, wird dann hoffentlich dafür das ermöglichen, dass man beispielsweise auch solche Sticky Players zur Verfügung stellen könnte. Aber da sind dann die Grenzen der Implementierung nicht mehr gegeben. Ja. So viel zu dem aktuellen und vergangenen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zu unserer zukünftigen Ausrichtung sprechen. Das Projekt ist ja schon relativ lange unterwegs und wie das immer so ist bei solchen Open-Source-Projekten, man hat da so seine Highs und so seine Lows. Und wir haben auch uns Gedanken darüber gemacht, wie man denn dieses Projekt langfristig etwas solider durchführen kann und was man darüber hinaus auch der Community hier in Zukunft noch anbieten kann. Und dazu haben wir durchgezählt, festgestellt, dass wir 7 Leute sind. Und was macht man dann in Deutschland? Man gründet einen Verein. Und genau das haben wir auch bereits getan. Das heißt, die Gründungsveranstaltung zumindest, die ist schon mal durch. Der Podlove e.V. Ist eine Realität und ist für uns geplant als eine Struktur zur Förderung und Finanzierung der offenen Softwareentwicklung, selbstverständlich mit dem Fokus auf Podcasting und alles, was da so im weiteren Sinne so ein bisschen dranhängt. Wir streben die Gemeinnützigkeit an, das heißt, es hat lange gedauert, bis man die Satzung irgendwie in die richtige Form gebracht hat. Das ist noch lange nicht durch, also wir haben noch ein paar administrative Wege zu gehen und am Ende hängt man ja da von dem Wohl und Wehe des Finanzamts ab, aber das ist sozusagen unser Ziel. Also wir werden das im Zweifelsfall so lange nachbessern, bis das anerkannt wird, weil wir wollen halt die Möglichkeit schaffen, hier gemeinnützig zu sein, sprich eben auch absetzbare Spendenmöglichkeiten anzubieten und über andere Instrumente wie zum Beispiel Fördermitgliedschaften es zu ermöglichen, hier eine kontinuierliche Finanzierung von Projekten, nicht nur Podlove selber, aber vor allem natürlich erstmal zu bauen, um einfach hier eine gewisse Unabhängigkeit für Entwicklerinnen zu schaffen, die einfach erforderlich ist, weil alle stecken natürlich auch noch irgendwie mit einem oder beiden Beinen in irgendeinem Job. Andere haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber können sich das dann eben trotzdem nicht leisten, weil sie in irgendeiner Form die Kohle ranschaffen müssen. Ihr kennt das, so ist es immer. Und ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Vehikel da langfristig irgendwas aufbauen können. Das gilt vor allem für die Sachen, die im Open Source immer sehr schwierig sind. So klar, man kriegt motivierte Entwickler, dann wird halt irgendwas schon mal gestartet, das macht irgendwie Spaß. Aber es gibt dann immer mal wieder so Momente, da bräuchte man einfach mal so für einen Monat oder zwei Leute, die man von außen reinholt. Insbesondere so Bereiche wie User Interface, ganz schlimm User Experience, da braucht man auch erfahrene Leute in der Benutzererfahrung, die das Handwerk auch wirklich können, aber die braucht man vielleicht nicht dauerhaft, sondern die braucht man immer in so kritischen Momenten, wo man mit dem Projekt wieder mal ein großes Ding angehen will und sich überlegt, so okay, was brauchen wir denn eigentlich? Und genauso Security ist natürlich ein Thema, wenn man Software abliefern will, dann soll die natürlich auch sicher sein und da muss man sich mal Security-Experten holen. Das sind nur so ein paar Beispiele, mir könnten jetzt noch diverse andere einfallen und da ist es halt gut, wenn man einfach mal so ein kleines Reservoir an Finanzen hat, mit dem man sagen kann, okay, das machen wir jetzt einfach mal, damit der Rest auch wieder weiter marschieren kann. Ja, wie gesagt, jetzt ist der Schwerpunkt erstmal vollständig auf Podlove und dann schauen wir mal, wie das läuft. Vielleicht kommt da noch mehr.
Und dann wollen wir natürlich vorangehen. So, und bisher haben wir uns immer in so einem mehr oder weniger klar definierten Bereich gehalten. Wir haben uns halt seinerseits für WordPress entschieden und gesagt, okay, das ist halt einfach jetzt mal die mit Abstand am meisten verbreitete Content-Management-Lösung, insbesondere die von Podcastern verwendet wird. Also es gibt natürlich auch noch andere CMS, aber gefühlt war zum damaligen Zeitpunkt einfach 100% aller selbst gehosteten Podcasts auf WordPress unterwegs. Und wir wollen jetzt aber den nächsten Schritt gehen. Und um diesen Schritt gehen zu können, war uns auch klar, dass wir das Ganze auf eine komplett neue technische Basis stellen müssen. Erstens ist die alte technische Basis ein bisschen langweilig geworden, macht einfach keinen Bock, immer wieder in demselben Misttopf zu rühren. Und haben uns da auch für etwas entschieden. Wir werden die Programmiersprache Elixir und das dazugehörige Phoenix Framework verwenden. Weiß nicht, ob das euch viel sagt, muss es jetzt eigentlich an der Stelle auch gar nicht. Kurz gesagt, das ist funktionale Programmierung. Viele Sachen gehen damit auf einmal viel leichter, wenn man sich da erstmal reingefuchst hat. Und das bietet auch so die Basis für Performance und Stabilität, die uns extrem wichtig ist, um das zu bauen, was wir bauen möchten. Genauso, und da hat Alex ja schon große Schritte getan, wollen wir uns also noch moderner aufstellen, was die Adressierung des Webs betrifft, was Frontends betrifft, da einfach auch wirklich an der Spitze mitmarschieren und nicht ewig hinterherhängen, weil es ist doof. Und das eben von mir gezeigte Subscribe-Podlove.org, das ist so ein kleines Ding, das nutzt eben schon mal diese technische Basis. Ist jetzt kein großer Wurf oder so, aber es war so, vorher war das immer so, ja, das wäre ja mal ganz nett, wenn wir das hätten, aber irgendwie schwierig mit PHP. Und in Elixir ist das dann halt von Erik ein paar Tagen mal runtergehackt worden, weil ging halt einfach. Und das ist so auch der Moment, in dem wir uns so in den letzten Monaten so ein bisschen befunden haben. Verschiedene Sachen sind ausprobiert worden, ein paar andere Vorläuferprojekte an anderen Orten sind mit derselben Technik weit gekommen und das hat uns dann einfach das hat uns einfach ermutigt, diesen Weg jetzt weiterzugehen und das einfach als unsere nächste technologische Basis zu wählen. Insofern, wenn ihr Erfahrungen habt mit der Erlangen Elixir-Welt oder auch dem Phoenix-Framework, kommt alle zuhauf. Wir haben sicherlich eine ganze Menge zu tun für euch. Ja, aber was wollen wir denn jetzt eigentlich bauen? Was wir bauen wollen, ist der Podlove Radiator. Und der Radiator soll ganz ordentlich abstrahlen. Wir haben uns nämlich darüber Gedanken gemacht, was bräuchten wir denn jetzt eigentlich, wenn man diese WordPress-Infrastruktur ersetzen möchte. Und dazu kam mir dann halt eigentlich zu der Erkenntnis, was es braucht, ist eine echte serverbasierte Lösung zum Podcast-Hosting. Derzeit macht der Publisher das ja so ein bisschen. Ne? Man hat dann seine Download-Files noch irgendwo anders und naja, wenn so ein WordPress-Blog dann erstmal unter Attacke kommt und man auf einmal unter Popularität leidet, dann muss man sich dann auch viel drum kümmern, dass das Ding dann überhaupt noch läuft oder halbwegs schnell läuft. Das waren schon so einige Schmerzen und letztlich möchten wir also unsere Infrastruktur ergänzen um etwas, was wir so noch nicht hatten, nämlich eine Software, mit der man Podcast komplett vollständig von einem eigenen Server aus hosten kann und das aber auch nicht nur für einen einzelnen eigenen Podcast, sondern im Prinzip für beliebig viele. Das heißt, was mit dieser Software möglich werden soll, sind so Dinge wie Community Hosting. Ich setze einfach mal einen Server auf, was weiß ich hier, Podcast-Partinnen, ähnliche Projekte, die einfach auch sagen wollen, naja, wir wollen auch einfach den Zugang so leicht machen, wir haben da mal so einen Server, da könnt ihr irgendwie euren Podcast drauf hosten, weil ist alles schon da, klick, klick. Also eine Multi-Podcast-Download-Lösung. Natürlich kann man sowas dann auch in Firmen einsetzen. Wir haben uns ja von Anfang an bei Podlove darauf geeinigt, dass wir generell alles nur unter dieser MIT-License veröffentlichen. Also nicht nur frei, sondern halt auch ohne Strings attached. Das heißt, man könnte sowas auch in-house in irgendwelchen Firmen lösen. Man könnte aber auch einen Podcast-Hoster damit aufmachen, wenn man möchte. Eine Besonderheit vielleicht ist, dass wir halt hier eine sogenannte First-Class-Citizen-API machen. Das heißt, das Ding hat nicht nur eine API, sondern der Plan ist, jegliche Funktionalität auf diesem Ding
per API zugreifbar zu machen. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Software zu haben, die jetzt auf dem Server läuft, wo man schön drauf rumklicken kann und man hat da so ein Webinterface, sondern das Ziel ist, jegliche Funktionalität nach außen zu stellen. Und das erlaubt dann zum Beispiel die Integration in andere Content-Management-Systeme. Oder eben auch die Anbindung an bestimmte Workflows und wenn irgendjemand mal von irgendwo irgendwas zuspielen will, das weiß ich, irgendein Studio-Link, was Files aufnimmt und dann gleich mal in das System reinschieben will, solche Anbindungen wären also problemlos vorstellbar und natürlich ermöglicht uns das dann auch, so einen Migrationspfad in der Zukunft zu bauen, dass man zum Beispiel statt des Publishers von heute einfach ein entsprechendes Frontend für den Radiator in sein WordPress lädt oder eben auch in irgendein anderes CMS und dann im Prinzip genauso arbeiten kann wie vorher, nur dass der Kram jetzt woanders ist und aus dem eigenen WordPress weg ist. Damit entfallen dann halt die entsprechenden Schmerzen bei Umziehen und Domainwechsel und all dieser ganze Kram, der extrem elend ist unter WordPress und andere Sachen, weil es halt einfach voneinander entkoppelt ist. Man loggt sich einfach ein und dann ist irgendwie alles da. Ganz einfach. Sagt das. Sagt er so. Außerdem wollen wir natürlich hier auch den ganzen Workflow mit reinbauen. Das war uns beim Publisher schon immer total wichtig. Das ist auch irgendwie so ein bisschen gelungen, also man hat sich immer schon so ein bisschen daran orientiert, aber man kann jetzt in WordPress, wo man eigentlich immer die ganze Zeit nur irgendwelche Formulare ausfüllt und abspeichert, nicht wirklich Workflows herstellen. Und das ist hier der Sinn der ganzen Geschichte. Das heißt, das System speichert nicht nur die eigentlichen Podcasts und die Metadaten der Episoden, sondern natürlich kann man dann auch gleich seine Files da hochladen, man kann das Processing ansteuern, Dienste integrieren wie Auphonic oder vergleichbare Systeme. Vielleicht bietet es auch eine eigene Funktionalität an der Stelle. Das ist alles noch nicht entschieden. Müssen wir mal schauen, wie wir da rankommen. Aber quasi alles, was so wichtig ist, ne? Encoding, beziehungsweise wenn man mit Ultraschall solche Sachen vielleicht schon gemacht hat, dass man diese Schritte auch entsprechend überspringen kann. Nicht? Jeder hat dann einen anderen Workflow. Und natürlich erzeugt das Ding auch selber die Feeds. Das ist natürlich ganz klar. Das macht ja der Publisher heute auch. Das ist kein Hexenwerk, aber was halt dann wiederum komplett dazukommt, ist die Möglichkeit auch die Download selber anzubieten aus demselben System heraus, das möglichst schnell und performant. Und wenn man dann soweit schon ist, sehen wir da alle Möglichkeiten dann zum Beispiel über diesen Umweg von dem HLS, was wir gerade erwähnt haben, sprich alles gleich so in Häppchen aufzuteilen, dass man das auch über das Protokoll rausjagen kann. Und dann sind halt auch die Türen geöffnet für Streaming oder eben dieses Player-Streaming. Und da wir in diesem Fall, anders als in der derzeitigen Lösung, auch diesen Zugriff auf die Downloads direkt unter unserer eigenen Fuchtel haben, wird uns das die Möglichkeit bieten, die jetzt schon ganz brauchbaren Analytics nochmal auf eine ganz andere Basis zu stellen, weil wir eben nicht nur die Frontend-Informationen erhalten, wie bisher, sondern eben zusätzlich auch noch die Backend-Informationen und unsere Vorstellungen, unsere Wünsche sind, das so miteinander zu kombinieren, um einfach noch etwas solidere Aussagen darüber treffen zu können, was denn nun tatsächlich auf diesem Server abgeht. Ja. Das Gute ist, ist ja mal ein bisschen schwierig zu sagen, wir machen das jetzt mal und dann passiert wieder nichts. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage im Rahmen des WEM-Projektes, was bei Spiegel Online gestartet worden ist, hier eine Förderung erhalten zu haben. Das heißt, die Ausnahme oder die Besonderheit der aktuellen Situation ist, dass wir jetzt mal wirklich mit einem Kernteam zumindest so für die nächsten 6 Monate mal stramm voranmarschieren können. Heute können wir euch noch nichts zeigen. Da Dinge werden entwickelt, aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, dass man jetzt hier irgendwelche flashy Demos abfahren kann. Ich hoffe, dass sich das auch bald ändern wird. Darüber hinaus wollen wir natürlich an diesem Projekt weiterarbeiten und schauen halt mal, wie wir das eben zum Beispiel mit diesen Fördermitgliedschaften, die ich schon erwähnt habe, im Podlove e.V. oder eben andere Ideen weiterentwickeln können, weil wir wollen halt, dass das Ding endlich mal existiert, weil es wird einfach mal Zeit. Wer Lust hat von euch oder Leute kennt, die hier vielleicht kontributieren möchten, Code erzeugen wollen. Wir haben auch über den Radiator hinaus eine ganze Menge lustige Baustellenideen, wo man nochmal die Spitzhacke reinhauen könnte.
der Collaborator soll irgendwann einmal dazustoßen und überhaupt ist das ganze System mehr wie so ein Podcast-Betriebssystem geplant, in das man halt immer wieder neue Apps noch mit reinsteckt, die diesen Workflow in alle Richtungen noch erweitern. Wir fangen halt nur mit diesem Download- und Hosting-Teil an, weil das ist das Erste, was wir jetzt erstmal hinstellen müssen, weil sonst macht alles andere keinen Sinn. Aber es gibt so viele bekannte Probleme ja, beim Podcast erzeugen, die derzeit noch überhaupt nicht adressiert sind. Warum gibt es kein Redaktionssystem? Warum kann man nicht mit mehreren Leuten Inhalte planen, Sendungen planen? Warum kann man nicht Links einsammeln, Shownotes von vornherein schon mal zusammenstellen und sich vielleicht daraus auch eine Timeline zusammenbauen, an der man sich dann während einer Sendung entlang handeln kann? Das ist so ein Bereich, den wir ganz gerne noch weiter ausbauen möchten. Eine andere Idee ist dann halt, diese Entwicklung der Transkripte voranzutragen. Wie vorhin schon erwähnt, Transkripte sind ein kniffliges Thema, weil nicht durch die automatische Transkription die Ergebnisse nicht optimal sind. Dafür sind sie natürlich relativ günstig herstellbar. Wenn man Möglichkeiten findet, hier eine Community an dem Bearbeiten von Transkripten zu beteiligen, denke ich mal, wäre hier noch eine ganze Menge möglich. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon, unser Ausblick. Wir machen jetzt gleich noch Workshops. Wer Lust hat, kann sich eine Viertelstunde irgendwo in der Sendepause einfinden. Da beantworten wir gerne hier Erik, Dom und alle, die noch da sind, Fragen zu Podlove, also sowohl zum Publisher, so wie er jetzt ist, wenn ihr da Fragen habt, als auch gerne zur Zukunft. Und magst du das ausführen? Ja. Genau, 17 Uhr gibt es dann einen UI-Workshop für Entwicklerinnen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ich euch mal so zeigen möchte, was wir geplant haben für den modularen Player und für unsere UI-Entwicklung im Generellen. Ja, und das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören.